herzlich willkommen. Heute mal mit Klaus, meinem Videopartner. Hallo. Ich habe euch ja schon über Tim Hecker erzählt, unserem Schützling, dem Kanadierfahrer. Wir wollen es natürlich nicht übertreiben und jetzt ständig etwas über ihn senden, aber hier ist doch was ganz Besonderes passiert und das würde ich doch gerne mal zeigen. Und zur Einleitung übergebe ich an Klaus, meinen Videopartner und tatsächlich einen Sportsfreund. Genau, als Sportsexperte muss ich das übernehmen und zwar dieses Video. Also es geht darum, wir haben euch ja schon gesagt, dass Tim nicht nur ein freundlicher, junger Kanadierfahrer ist, sondern wirklich ein Weltklasseathlet. Das hat er letzte Woche gezeigt. Er ist bei der U23 WM in Rumänien gestartet und zwar mit seinem Freund und Partner Konrad Scheibner im Zweier-Kanadier. Und das war insofern spannend, also das Rennen an sich ist schon sehenswert und ihr werdet sehen, wenn ihr bis zu Ende durchhaltet, warum. Es hat aber auch eine spannende Vorgeschichte gehabt. Tim wollte nämlich eigentlich mit seinem üblichen Partner Moritz Adam starten, mit dem er letztes Jahr dieses Rennen gewonnen hatte. Der Moritz hat aber in den letzten Wochen jetzt starke Probleme mit seinem Rücken bekommen und konnte nicht starten. Und dann ist der Konrad Scheibner für ihn eingesprungen. Und das ist insofern spannend, da Konrad auch im Einer-Kanadier gestartet ist und sowohl den Vorlauf als auch das Finalrennen ungefähr eine Stunde vorher bestreiten musste. Und wenn einer mal sieht, wie diese Leute da reinhacken, über 1000 Meter, ungefähr 4 Minuten oder so dauert so ein Rennen, und dann nach so einer Höchstbelastung schon eine Stunde später wieder weiterzumachen, der kann sich vorstellen, dass das was Besonderes ist. Genau, also dieses Rennen wollen wir euch zeigen, nicht das gesamte Rennen, so ungefähr 2-3 Minuten. Wir wollen uns beim Kanal Planet Kanu bedanken, die nämlich dieses Sportfest übertragen haben auf ihrem Kanal. Und wir haben die freundliche Genehmigung bekommen, euch diesen kurzen Ausschnitt zu zeigen. Und ich möchte aber auch noch mal kurz auf diesen englischen Kommentator, leider gibt es den Kommentar nur in Englisch, aber diesen Kommentator, den müsst ihr euch anhören, weil der ist wirklich was Besonderes. Und Tim hat uns auch erzählt, dass der Kommentator nach dem Rennen zu den beiden gekommen ist und sich praktisch für seinen Kommentar während des Rennens entschuldigt hat. Also schaut euch das an, es ist wirklich was Besonderes. Da hat ungefähr 3 Minuten. Viel Spaß. Sehr sehenswert. Ja. There's your field. Lane 1 Italy, Lane 2 Hungary, Lane 3 Poland, Lane 4 Belarus, Lane 5 Germany. Canoe facility. We're underway this time. And it looks like it's nice and clean. And the Romanians are going out really strong early on. They want to be in front at least at some... And it looks like the boat from Belarus is also. So the Germans have got the work cut out at the moment. They are just off the pace a little bit if they want to get out there and get this gold medal. It's the Russians at the halfway stage who have really put the foot to the pedal. So Germany have the work to do to get back from here to take this gold medal. It is Russia at the moment, 750 meters, 250 to go. It's still Russia, Poland, Romania. The Germans are nowhere to be found. Where are they? They are still well back. The Germans cannot win from there. They cannot win from there. It's the Russians' race to lose. They are in front. They're holding on. The Romanians trying to get to them. Ukraine also pushing through. Poland on the far side of the course is also putting... Now look at the Germans coming through. My goodness, they're going to make a liar out of me. I still... Surely they can't get up from there. Don't tell me. It's the Russians in front. The Germans are flying home. The Poles are putting in the hard yards. The Romanians with the home crowd on the edge of their seats. It's Russia. It's Germany absolutely flying. Can they get up? The Germans are throwing everything at them. Romania getting through as well. This is going to be a nail biter. My goodness, I think the Germans are going to get there. What an incredible finish. My goodness. That is an incredible final, 250 meters from the Germans, who looked done and dusted 300 meters from home. Oh my goodness, that is the most incredible finish from these two boys from Germany.
and they have just absolutely steamrolled the rest of the field in the last 250 metres to snatch an amazing gold medal. I honestly thought they could not do it. With 250 to go, I said surely they couldn't win gold from there. But Tim Hecker defends the gold medal from last year. Konrad Scheibner makes it two gold medals in one day for Konrad. We're waiting now for the official confirmation. Here it comes. Look at that. Germany, Romania, Ukraine. Unbelievable. If I didn't see it with my own eyes, I would not believe it.